Hey Leute, willkommen wieder zu Fire Emblem Path of Radiance. Das 20. Kapitel schon. Es geht zügig voran und wir haben ein paar Gespräche mal wieder, ja. Da sehen wir doch direkt rein. Offscreen habe ich schon eigentlich alles erledigt, was ich erledigen möchte. Von daher, los geht's. Juhu, du da, junger Mann. Ich muss dringend den General dieser Armee sprechen. Würdest du ihm eine Nachricht überbringen? Wer bist du? Wer ich bin? Was für eine billige Begrüßung ist das denn? Ich bin Khalil. Ich bin eine Magierin erster Klasse. Und was würde eine Magierin erster Klasse von dieser Armee wollen? Wo liegt dein Problem? Du siehst aus, als würdest du mir nicht trauen. Nun, ich denke, das kann ich dir nicht verdenken. Man findet nicht oft Schönheit, gepaart mit Intelligenz, wie es bei mir der Fall ist. Aber es ist trotzdem wahr. Magierin, wahrscheinlich kann man nicht genug Magier in petto haben. Oh, ich bringe noch etwas anderes mit. Ich bin noch sehr talentiert im Umgang mit dem Messer. Schönheit, Grips und Muskeln. Die Göttin hat dafür gesorgt, dass sich die Eigenschaften von drei Personen in einer einzigen vereinen. Klingt nach Bevorzugung, was? Hallo? Hörst du mir überhaupt zu? Eine hübsche Frau spricht mit dir. Hey. Ja, du willst in der Armee von Crimea dienen, richtig? Wie viel willst du dafür in Rechnung stellen? Ganz der Geschäftsmann. Was? Mal sehen. Wie klingt nichts? Verdächtig, wo ist der Haken? Ich lege meine Besoldung nach meiner Arbeitsqualität fest. Schau dir an, wie ich mich im Kampf schlage und dann mach mir ein Angebot. Und je nach Summe entscheide ich dann, ob ich euch weiterhin helfe oder nicht. Dir fehlt es nicht an Selbstbewusstsein. Natürlich nicht, ich habe es dir doch schon gesagt, ich bin eine Magierin erster Klasse. Ja, von mir aus, das ist in Ordnung. Sehr gut, du bist dabei. Was, sag bloß, du darfst solche Entscheidungen allein treffen? Ich sollte vielleicht doch mit dem General sprechen. Ich bin der General. Was? Oh Mann, ey. Da können wir auch gleich mal nachsehen, was die so kann. Raisin, könnt ihr für einen Moment herkommen? Was gibt's? Es gibt da etwas, was ich euch fragen möchte. Wenn ich euch helfen kann, werde ich das tun. Eure Vorfahren. Vergesst es, ist schon gut. Was, stimmt etwas nicht? Ich entschuldige mich, bitte nimm die Entschuldigung an. Scheint etwas Bedeutungsvolles passiert zu sein, aber wenn ihr darüber nicht sprechen wollt, ist dies euer gutes Recht. Doch würden wir uns hier nicht auf einem Schlachtfeld befinden, so wäre euer Geheimnis wohl in Gefahr. Bitte seid in Zukunft vorsichtiger. Was meint ihr damit? Wir vom Clan der Serenes, wenn wir es wollen, sind wir in der Lage, Gedanken anderer zu lesen. Ehrlich? Aber diese Kraft steht uns nur in einer ruhigen und friedlichen Umgebung zur Verfügung. Hier in diesem verzweifelten Mahlstrom chaotischer Gefühle habe ich nicht die Kraft. Die Energie, die hier herrscht, ist verdreht und entstellt. Nun, da ihr es erwähnt, Raisin, fühlt ihr euch nicht wohl? Ihr seid immer blass gewesen, aber ich meine, euer Gesicht sieht bleicher aus als sonst. Beachte das gar nicht, mir geht es gut. Ihr müsst uns nichts beweisen, warum bleibt ihr dem Schlachtfeld nicht für eine Weile fern? Ike, mir geht es gut, das versichere ich euch. Bitte behandelt mich nicht bevorzugt. Was die Bevorzugung angeht, habe ich keine Wahl. Ich habe dem König von Phönixis versprochen, dass ich euch nicht so sehr fordern würde. Würde euch etwas passieren, läge ich nicht nur mit da ein, sondern auch mit dem Stamm der Vögel im Krieg. Ich verstehe. Ich bin hier, um meine Schuld zu begleichen, aber ich bin nur eine Last. Das war nicht meine Absicht. Warte einen Moment. Er sagt, dass ihr eine Last seid. Ich bin nicht in der Lage, an Kämpfen teilzunehmen, daher bin ich nur ein Hindernis. Raisin, nein, das ist einfach absurd. Versteht ihr gar nicht, wie hilfreich eure Fähigkeiten sind? Niemand kann das, was ihr könnt. Ihr seid unersetzlich. Wenn ihr euch nicht wohlfühlt und euch überanstrengt, dann fehlt ihr uns womöglich irgendwann im entscheidenden Moment. Dann bin ich euch wohl doch von Nutzen? Das will ich euch die ganze Zeit erklären. Wir verlassen uns auf euch und daher muss ich dafür sorgen, dass es euch gut geht. In dem Fall, ich würde gerne eine kleine Pause einlegen. Aber ihr könnt mich jederzeit rufen, dann bin ich sofort für euch da. In Ordnung. Alles klar, alles klar. Das klingt doch schon mal ganz gut. So, hier gibt es noch ein Unterstützungsgespräch, was ich ganz gerne machen möchte. Und das ist das hier. Und dann sind wir auch eigentlich schon soweit fertig. Hey, das ist dieser Riesenfalke, der Lagus, der sich uns anschloss. Wie hieß der noch gleich? Oh, hallo, wie geht's? Womit kann ich dir behilflich sein? Hä? Ich dachte, du hättest mich gerufen. Ist dem nicht so? Redest du davon, was ich gerade in meinem Bad murmelte? Das hast du gehört? Laut und deutlich. Das ist unglaublich. Ich hab's nur gemurmelt und du warst weit dort drüben. Wie dem auch sei, was willst du von mir? Nichts, ich habe deine Gestalt bewundert, du hast ein interessantes Gesicht. Hast du ein Problem mit meinem Gesicht, da ist nichts Besonderes dran. Nein, nein, kein Problem, es ist markant, sehr männlich. Tolles Gesicht, wirklich, ich wünschte, ich hätte so ein Gesicht. Du siehst gesund aus, du hast gesunde Haare für einen Beorg, außerdem mag ich deine kräftigen Arme.
toll, was ist denn das jetzt hier? Wirklich? Oh, ich bin da noch verabredet. Auf Wiedersehen. Ja, meine Arme sind schon kräftig. Weißt du was, Boyd? Ich wette, du kommst mit diesen Lakus ganz gut zurecht. Jawohl. Okay, wie auch immer. Gut, das hätten wir auch geklärt. Khalil ist hier. Ach ja, ein Meteorzauber hat sie mit dabei. So. Naja, sie sieht erstmal gar nicht so schlecht aus, aber naja. Also sie ist brauchbar, aber das war's auch schon. Was halt sehr, 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 sehr gut ist, ist, dass die Negation hat. Das ist schon ein echt guter Skill. Dadurch, dass sie Fähigkeiten ausschalten kann, das ist schon ziemlich cool. Und direkt 3 B-Level zu haben, ist halt auch ziemlich, ziemlich gut. Support sieht eher mager aus, muss man sagen. Und ich glaube, ihr Wachstum ist auch nicht mehr besonders toll. Das waren, glaube ich, so die Kritikpunkte, die man dann ja haben könnte. Für einen Magier hat sie relativ viel Stärke auch. Naja, mit 8 Stärke kommt sie eigentlich ganz gut erstmal zurecht. Aber wir legen erstmal alles in den Vorrat, denn sie ist nicht mehr dabei. Ja, wir haben echt schon so weit unser Team. Und auch unseren Magier der Wahl, der hat zwar noch überall D-Level, aber das wird schon. So oder so, denke ich. So, momentan hat er auch seinen Elfenwind. Ich weiß gar nicht, will ich da noch was anderes geben? Mit Stärke 3 fällt da eigentlich eh nicht so viel rein. Das passt eigentlich erstmal. Na, das ist das andere. Dass du keinen Slowdown kriegst. Weil, wenn man es jetzt vergleicht, hat er ja teilweise auch schon bessere Werte, doch, ne? Gerade im entscheidenden Bereich Magie und so. Naja. Ja, sie ist aber auch noch höher vom Level. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Aber auch nur 1, naja. Aber es sind schon teilweise einiges bessere Werte, doch. Resistenz ist ein Unterschied von 6 zum Beispiel. Das ist schon ein krasser Unterschied. Ja, doch generell eigentlich so, ne? Wenn ich das vergleiche, nur nochmal. Gut, sie hat gerade einen Verteidigungspunkt mehr und halt auch Stärke hat sie deutlich mehr, aber sonst, ja. Naja, gut, wie auch immer. Ich würde sagen, legen wir los, Leute. Verlassen wir die Basis und auf geht's. Ja, das 20. Kapitel wartet. My Lord Ike, ist es euch gelungen, das Medaillon wiederzufinden? Nein, es bleibt verschwunden. Ich befürchte, dass es da einen irgendwo irgendwie gelungen ist, es zu stehlen. Was ist so etwas denn möglich? Ich weiß nicht, wie tief, aber es besteht kein Zweifel, dass da ein darin verstrickt ist. Ist das Medaillon etwas Besonderes? Ja, oh ja. Ich bitte um Entschuldigung. Warum? Meine Frage hat offensichtlich ein heikles Thema berührt. Oh nein, es ist nicht so, dass ich nicht mit euch das besprechen möchte. Ich kann nur nicht darüber reden, mit niemandem. Es ist privater Natur. Ah, ich verstehe. Ike? Was gibt es, Ayuga? Ich höre vor uns Wasserrauschen. Wassermassen. Wasserrauschen? Der Karte nach befindet sich vor uns ein großer Fluss. Das muss es sein. Es klingt unnatürlich verzerrt. So klingt kein normaler Fluss. General Ike, Sir, wir haben Probleme, Sir. Die Straße vor uns ist überflutet. Was, wie konnte das denn geschehen? Vielleicht führt der hiesige Fluss Hochwasser. Die ganze Region hier ist mehr als feucht. Ist die Straße unpassierbar? Nein, Sir, wir kommen schon voran, aber das Wasser hat den Boden aufgeweicht. Und das Wasser fließt immer noch mit sehr großer Kraft, Sir. Das wird unsere Geschwindigkeit drastisch einschränken. Das ist das Werk der Daein. Sie wollen unseren Vormarsch verhindern, damit sie mehr Zeit gewinnen. Und sie haben es geschafft. Verdammt, gibt es denn nichts, was wir tun können? Nun, da sie in der Lage waren, die Straße zu fluten, gerade als wir sie erreichten, müssen hier Schleusentore in der Nähe sein. Wenn wir es schaffen, sie zu schließen, stoppen wir das Wasser. Hört sich vernünftig an. Ein paar unserer Leute sollten sich auf die Suche nach diesen Toren machen. Ach, was soll das denn? Hey, wenn ihr etwas finden müsst, überlasst mir die Suche. Ich bin schließlich das Auge des Königs der Falken. Was meinst du damit? Diese hübschen Augen hier sind in der Lage, mit scharfem Blick über Meilen hinweg in die Ferne zu schauen. Das ist doch praktisch. Es wäre doch eine Schande, das nicht auszunutzen. Ist das eine Lagus-Fähigkeit? Du bist ein Falke mit den Augen eines Falken? Das übersteigt deine Intelligenz, was? Nein, mein scharfer Blick ist keine Fähigkeit der Falken, sondern mein eigenes natürliches Talent. Teufel, auch mein Freund Ayuga hat Ohren, der hört das Gras jenseits der Landesgrenzen wachsen. Nun, da hast du jetzt eine Aufgabe. Meinst du, du kannst die Schleusentore finden? Ich muss mich auf Löcher konzentrieren, aus denen viel Wasser kommt, richtig? Ja, das ist ein Klacks. Da sind wir nun also, Talreger. Die Talreger Schleuse, ha? Haben sie schon den Ort gefunden? Kremias Armee ist hier. Alle Truppen, Kampfformation einnehmen. Schlagt sie stark und schnell, der Kampf darf uns nicht entgleiten. So, eigentlich ein Kapitel, was relativ schnell erledigt sein sollte, aber mal gucken. Das sind also die Schleusen. Wenn wir es schaffen, sie zu schließen, wird das Wasser in etwa 12 Stunden versickert sein. Gut, dann mal los. So, als allererstes ganz wichtig, ja, Chill darf man hier nicht mitnehmen.
Ich erkläre auch gleich, was dann passiert. Moment. Gatri ist auf jeden Fall dabei. So. Wenn man hier Chill mitnimmt, ja, und sich in einen Kampf verwickelt wird, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Es kann auch sein, dass man mit dem plappern muss oder so. Auf jeden Fall wechselt sie dann die Seiten, ja. Das ist nämlich Chills Vater hier. Und sie will nicht gegen ihn kämpfen, was irgendwie wahrscheinlich auch verständlich ist, nicht wahr? Würde ich mal sagen. Oh, er hat auch noch Elixiere dabei. Wäre sogar fast was, wo man was mitnehmen könnte oder so. Mal gucken. So, hier sind einige weiterentwickelte Einheiten, wie man sehen kann. Das wird interessant. So, und so oder so, ich muss unbedingt mal dafür sorgen, dass Ike ein bisschen vorankommt. Ja, das ist mir diesmal wirklich sehr wichtig. Ah, sehr schön. Rolf ist hier eigentlich auch ganz gut platziert. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Muss trotzdem ein bisschen aufpassen, ja. Meine Einheiten entsprechend schützen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Du kommst mit runter. Und ich weiß gar nicht, bleiben wir so? Ich will eigentlich immer noch Ziehhack jedes Mal mitnehmen und denk mir dann, verdammt, ich habe einfach keinen Platz. Das ist so ärgerlich. Das wäre eigentlich noch so der Traum, dass er mitgeht, ne? Rice wäre in der Situation wahrscheinlich auch nicht unbedingt schlecht, aber ich habe eh nur noch eine Purgativanwendung. Und das wäre eigentlich das Einzige, was wirklich gut wäre, auf Distanz eben zu heilen. So, Panzerbrecher und so kümmern mich alle nicht. Das heißt, wenn dann nur Magier, wenn es darum geht, ne? Dass wir hier mit Gatri durchrennen. Oh, Ritter mit 20 Def. Auch nicht schlecht. So, hier habe ich extra eine schöne Lanze geschmiedet, ja, die richtig stark ist. Das werden wir auch noch auf jeden Fall ausnutzen können, aber sehen wir mal. Ich würde sagen, ohne weitere Umschweife geht es los. So, okay, da wären wir also schon. Hm, du kommst noch nicht direkt so weit, ne? Das ärgert mich jetzt schon, aber gut. Mit Racen kann ich hier gerade auch nicht viel machen. Warum hast du eigentlich schon so eine blöde Startposition? Das nervt mich gerade. Direkt schon, ein bisschen, ja. Muss ich mal klipp und klar sagen. Aber gut. Ich muss auf jeden Fall ordentlich mal wieder mit Ike trainieren. Das ist sehr wichtig. Ach Mensch, hier komme ich noch nicht direkt durch. Na gut, dann machst du den Anfang. Aber du machst alles gleich platter. Wow, sogar mit Elfenwind, oh Gott. Du bist zu stark, verdammt normal. Ja, da kommen jetzt die Probleme, wo ich eigentlich meine Erfahrungspunkte mal anders verteilen will. Was ganz schön wäre. Wie ist es eigentlich, wenn ich damit Soren angreife, dann kann Racen auch nicht hinfliegen. Ach, das ist wieder alles typisch, weißt du. Oh Mann, oh Mann. Schon wieder wie verhext alles, aber mal sehen. Wie sieht's hier aus, ne? Das reicht natürlich nicht, warum sollte es auch? Hier reicht es natürlich auch um einen Punkt nicht so. Oh. Oh Mann, ey. Das gefällt mir gerade nicht. Das nervt mich jetzt schon. Okay. So. Meisterlanze. Naja gut, wenn die Axttypen max sind, habe ich nicht mehr viel zu befürchten, ne? Will ich das so machen? Ja, ich denke, machen wir den Anfang. Irgendwo müssen wir anfangen. So, los geht's, Leute. Sehr schön. Aber das wiederum nicht so, weil ich schon ganz gerne gekürtet hätte, aber gut. Was will man machen, ne? So ist das Spiel, so ist das Leben. So, hier will ich ja eigentlich hauptsächlich mal ein bisschen wieder weiter trainieren mit dem Schwert. Wenn jemand anderes ihn umräumt, geht das aber wahrscheinlich ganz gut, ne? Also ich marschiere mal vor. Nein, natürlich funktioniert das nicht. Warum sollte es auch? Aber du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr Power, ha? Huh? Hast du mehr Power? Ja, du hast mehr Power. Leider auch nur mit der Meisteraxt. Das heißt, ihr nimmt euch wahrscheinlich nicht mal viel eigentlich, aber gut. Aber ich will, dass dann wenigstens Gatri den entsprechenden Schlag noch ausführen kann. Oh. Wenigstens sind alle schön am Ausweichen. Das ist auch ganz nett. Und dann mal sehen, wie wir unsere Einheiten verteilen. Ah, wunderbar. Auch wieder ein Level-Up für Kevin direkt. Okay, Stärke, Glück, okay. Mal sehen, was wir am nächsten Mal wieder kriegen. So, geh an die Front, das ist ganz wichtig. Du musst an der Front stehen. So, Gatri. Kann jetzt mal mit seinem Eisenschwert draufhauen, jawohl. Ich will unbedingt, dass er ein bisschen weiter trainiert hier. Und ihn an der Front zu haben, das wird uns auf jeden Fall voranbringen, das ist klar. Mit Gatri jederzeit, ne? So, wie sieht's hier aus? Du wirst nicht weit genug kommen gleich, hm.
Und hier muss ich ja eigentlich... Ja, ich muss eigentlich mit Soren erstmal ein bisschen vorwärts marschieren. Ich wechsle einfach nur auf normales Donnerbuch, glaube ich. Ja, Donner reicht aus, also warum sollte ich keinen Donner benutzen, ne? Und bam! Und nochmal. Sehr schön. Ich sag ja, das Kapitel sollte nicht so schwer sein. Es kommen hier und da, glaube ich, noch ein paar Verstärkungstrupps. Aber wir sollten, denke ich, im Großen und Ganzen noch damit zurechtkommen. Wie sieht's hier aus, ne? Gleich mal durchballern, ja. Du hast sogar eine relativ gute Crit-Chance. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dieser Punkt ist ganz schön mies. Ja, den kann ich ausnutzen. Und dann direkt eventuell den Schützen erledigen mit Marcia. Muss nur auf die ganzen Würren-Leute aufpassen. Die sind eben echt gefährlich. Na, ist ein Crit auch drin. Das wäre so cool. Oh, zu schade aber auch wirklich. Das wäre brillant gewesen an der Stelle. Aber gut, wir sollten trotz allem einiges reißen können, denke ich mal. Mal sehen. Wenn ich Race ein bisschen noch benutze hier. Aber das würde ja nur bei Ike gehen, ne? Angenommen, Ike steht hier. Du hast momentan eine Bewegung von 7. Von hier aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 würde gehen. Interessant. Auf viel Aet hier hoffen. Ich weiß ja nicht, ob ich eine YOLO-Aktion starten sollte. Aber hier reicht ein Wurfball auch ganz gut erstmal aus. Dann kann Boyd schon mal vorlegen hier. Mach was, ja. Bam, sehr schön. Super gemacht. Und wir kommen auch super voran. So, Oscar kam nicht so weit, ne? Wobei Oscar natürlich auch einiges bewirken könnte. Ja, mal sehen. Ich denke, Masi hat nicht so viel zu befürchten, dank Uniwacht. Das sind ja jetzt wirklich alles eigentlich Leute mit Stahllanzen, ne? 24 Angriff jeweils. Die kommen eh nicht alle hin zu Marcia. Das kommt ja auch noch dazu, sehe ich gerade. Ja, dann passt das. Dann kann man das auch machen, ganz im Ernst. Du bist echt stark, meine Güte. Ich meine, der Stahlbogentyp macht uns ja keinen Extraschaden. Ich kann eigentlich auch drauf verzichten, ganz im Ernst. Ist jetzt auch niemand da, der besonders Schaden nehmen würde oder so dadurch. Die anderen sind ja eigentlich eh gefährlicher, ne? Ich denke, das ist klüger. Machen wir das mal so. Außerdem will ich das Haus dann direkt versperren, wenn es schon geht, ne? Ah, unsere wunderschöne neue Lanze hier. Ja. Stylisch eingefärbt. Das geht ja, ja, ne? Das ist ja ganz nett an dem Schmiedesystem immer. So, wenn wir uns hier... Okay. Naja gut, dann ergeben sich doch etwas mehr Fronten. So. Hauptsache, ich markiere ihn hier mal. So, und Racen kann von hier aus auf jeden Fall ein bisschen was bewirken. Das ist doch ganz schön. Und dann sieht das doch nach einem sehr guten Anfang schon mal aus. Ach, du würdest auch zum Bogenschützen kommen. Ist eh die Frage, ob du ihn hier wegräumen kannst direkt, ne? Das geht anscheinend nicht, also räumen wir doch den Bogenschützen mal weg hier. Ja, bleib mal bei der Eisenklinge, das ist, denke ich, auch vernünftig. Na, gehst du wieder ab? Natürlich gehst du wieder ab. Bams, bams, erledigt. Oh Mann, ey, der macht echt nichts anderes mehr. Es ist so lustig. Du entwickelst Ike weiter und es kommt einfach nur noch Aetia, Aetia, Aetia. Meine Güte, das ist so krass. Aber das lieben wir an Ike, ne? We like Ike, oder wie war's? Ich glaube schon, ne? Irgendwie so. Man kann mich ja korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ja. Machen wir weiter. Eventuell sogar mit einer Leichtlanze wegen Crit. Naja, nee. Das macht zu wenig aus. Ganz im Ernst. Genau, ich kann ich noch zurückreiten? Ist das noch drin? Du gehst hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne? Aber du hast doch 10, ne? Nee, 9 hast du. Aber es geht dann. Dann könnte ich den Weg hier noch versperren. Cool. Hehe. Damit niemand zu Soren direkt durchprescht hier. Das wäre nicht auch nicht so schön. Zack. Auch schon auf 3 runtergekloppt. Kann kommen, was will. Ja, wir halten hier durch. Sehr schön. Ja, und Ayuga, der braucht noch ein bisschen. Ne? Ist aber kein Thema. Flieg, Ayuga, flieg. Soran rüberstoßen. Na, wahrscheinlich nicht die beste Idee, oder? Ja, es wäre nur der Wurfballtyp. Es wäre nur der Wurfballtyp, ne? Wenn es nur der Wurfballtyp ist, kann ich es eigentlich machen. Ne, ich habe ja hier alle markiert sonst. Also nochmal hier alle sonst. Ja, das ist wirklich nur der Wurfballtyp.
Dann kann ich das wirklich machen. Sehr schön. Machen wir das. Schwupp. Irgendwie schon immer lustig, so bam, einfach rübergestoßen. Oh oh. General, wie lange sollen die Schleusen geöffnet bleiben? Bis die Armee von Crimea besiegt wurde. Sir, wenn wir so lange warten, wird das Farmland in der Umgebung zerstört. Die Bevölkerung ist schon wütend, sie werden das nicht länger so einfach hinnehmen. General! Genug, Soldat. Wenn du Zeit hast, dir ins Hemd zu machen, hast du auch Zeit, deinen Hintern zu bewegen. Und ein paar Soldaten aus Crimea zu töten. Captain Darahan, ihr unterstützt dies? Das ist unmenschlich. Leben werden dadurch zerstört. Deins Bürger werden sterben. Selbst wenn ihr es damit rechtfertigen, dass wir nur so siegen können, das ist einfach zu viel. Das ist der Weg da, eins. Bist du wirklich bereit, dem König gegenüber ungehorsam zu sein und deswegen zum Tode verurteilt zu werden? Ich würde lieber sterben, als unschuldige Zivilisten aus da einzutöten. Wenn du als Verräter gegen den Thron zum Tode verurteilt wirst, werden deine Eltern und Geschwister ebenfalls dafür bezahlen. Bist du immer noch bereit? Nun hast du verstanden, was ich dir damit sagen wollte. Geh, schlag dich tapfer. Jawohl, Sir. Um das Vertrauen des Königs zu gewinnen, sind wir grausam und herzlos geworden. Erst haben wir die Lagus gejagt und exekutiert. Und nun überfluten wir das Land, welches diese Leute ihre Heimat nennen. General Shi, Haram, wenn jemand hört, dass ihr das Wort Lagus in diesem Land verwendet, werdet ihr als Verräter gebrandmarkt. Ha, ihr habt wie immer recht. In einem Land zu leben, in dem die Vorurteile gegenüber den Lagus so stark sind, verlangt von uns, alles zu vergessen, was wir wissen und unseren Kindern beizubringen, alle Halbmenschen zu hassen. All das nur, um hier zu überleben. Dass dieses Land heute so aussieht, ist Dashnas Schuld. Ja, wie haben wir uns nur verrechnet? Und doch, ich hasste die Idee, die Verderbtheit des imperialen Senats weiter zu fördern. Ich werde eure Bestreben, Benion zu verlassen, weiterhin unterstützen. Ich frage mich, ob Chill sich von den Truppen aus Crimea distanziert hat. Ich habe sie gewarnt. Vor allem anderen möchte ich es vermeiden, im Kampf gegen meine Tochter stehen zu müssen. Ich bete, dass sie heute nicht auf dem Schlachtfeld sein wird. So wie ihr, wo ich ihr Temperament kenne, wird ein Gespräch mit euch nur die Sorgen nähern. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Sprecht und ich führe ihn aus. Kämpft heute nicht. Wie bitte? Nur eine Seite kann diesen Kampf gewinnen. Werden wir am Ende doch besiegt, so möchte ich, dass ihr euch um die Überlebenden und ihre Familien kümmert. Jawohl, Sir, Commander Shiaram. Commander, es ist schon lange her, dass ihr mich so genannt habt. Möge das Glück auf eurer Seite sein. Nach allem, was passiert ist, ist es mir eine Ehre, unter euch zu dienen. Ja, auch ganz schön trist. Die wissen eigentlich schon, welches Schicksal sie erwartet. Ah ja, da heilt sich jemand. Okay, der will gar nicht erst angreifen. Okay. Ach, und du gehst hier auf ihn los. Keine Lust, sich mit Magiern rumzuschlagen. Mal sehen, was der Gegner noch alles macht, huh? Wir sind jedenfalls bereit. So, und weiter boxen sie sich durch. Zack. Oh, daneben, ha? Na sowas. Aber gut, mit dir rechnen wir auch noch ab. Oh, du gehst auf Gatri. Wie viel Schaden machst du, ha? Lass mal sehen. Ich bin gespannt. 3 Schadenspunkte gleich. Atemberaubend. Oh Mann, ey. Das ist so lustig. Eine wandelnde Festung, wie gesagt. Ah, sehr schön. Ei kriegt auch noch ein bisschen hier was ab. Mal sehen. Ja, box dich durch, Ike. Ah. Oh Mann, ey. Er macht echt nichts anderes mehr. Ist gut. Was? Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Erstaunlich, dass dieser Typ nicht durch einen Aethi getötet wurde, by the way. Aber dann kommt einfach eiskalt ein zweites hinterher, weißt du? Oh Mann, ey. Ike ist so eiskalt, das ist unglaublich. Oh mein Gott. Das ist so heftig. Bam, Aethia, Aethia. Die Triggerrate ist in dem Spiel einfach so hoch dafür, das ist so lustig, ja. Weißt du, ein Fates ist ja zum Beispiel extra halbiert, ne? Hast du zwar auch ja Sonne und Mond eben zusammen, ne? Mit 2 Angriffen, aber die Trigger-Chance ist halt viel geringer. Das ist so lustig einfach, wenn man das vergleicht. Na, ob er wohl wieder zu Aethia greift? Oh, diesmal nicht, wow. Erstaunlich, dass ich das nochmal erleben darf hier, Wahnsinn. Oh, der wird gleich hochgeheilt, schade. Sehr ärgerlich, aber gut. Was will man machen? So ist das Leben. Wir müssen hier unbedingt mit Racen weg beim nächsten Mal, das sehe ich schon. Da ist jemand eben auf jeden Fall schon auf den Fersen, wie ich hier sehen kann, ne?
Aber Rolf könnte noch ein zweites Mal bewegt werden. Das wäre ganz clever, glaube ich, ne? Wir haben hier eher echt genug Leute, die wahrscheinlich ganz gut mit den Würmern schon umgehen können. Aber mal sehen, ja. 20 Züge Zeit hat man so oder so. Ist ein Ankunftsziel. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn man wirklich 20 Züge braucht. Aber ich glaube, hat man verloren. Ne? Ja gut, das ist ja auch das Ziel, ne? 20 Züge Ankunft. Eigentlich eindeutig. Was rede ich denn schon wieder für einen Stuss hier? Mensch, ist ja eigentlich klar, ne? Genius, egal. So, ja, ich denke, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ob wir beim nächsten Mal... Na, ich denke nicht. Ich denke nicht, dass wir es beim nächsten Mal schon haben, oder? Es ist ein relativ kurzes Kapitel, aber... Ich glaube, es ist schon optimistisch, wenn ich mir die Gegneranzahl ansehe, ne? Bisher war ich teilweise schon etwas sehr optimistisch bei meinen Einschätzungen. Deswegen bin ich lieber mal ein bisschen vorsichtiger. Sagen wir mal, 2 Parts sind wahrscheinlich realistisch dafür. Aber mal sehen. Wie auch immer, Leute. Auf jeden Fall natürlich wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem. Path of Radiance.